Willkommen beim Montag, der Woche 2 meiner Snap Week. Der Montag beginnt rot. Rot ist arm. Wie nennt man einen E-Rolli mit Kontaktanschaden? Ein E-Bike. Hi, diesmal möchte ich mit euch über Snapchat sprechen. Ich folge unter anderem Richard Gutjahr und Thomas Schwenke. Beide super interessante. Ich glaube, beide verwenden Cards in ihren Snapchats. Und das habe ich ziemlich spannend gefunden. Ich wusste nur nicht, wie man diese Bilder aus dem Album in Snapchat reinbekommt. Und jetzt habe ich es rausgefunden. Für Android gibt's Casper. Eine App. Obwohl Android viel größer ist als iOS, gibt es manche Apps einfach noch nicht bei uns. Darum muss man Casper außerhalb des App Stores. Ich werde in den nächsten Tagen an einer Card basteln, die ich am Beginn meiner Snaps immer bringen werde. Und ja, ich hoffe, sie wird euch gefallen. Feedback Platten gibt es scheinbar auch in Wien gewaltige. Nicht nur in Berlin. Ich war jetzt wieder beruflich unterwegs und zwar, ich habe einen Accessibility-Check durchgeführt. Und zwar für Jugend am Werk. Die wollten wissen, ob ihr Büro barrierefrei ist für Kunden und für Mitarbeiter. Und somit habe ich mir Büros angesehen und die WCs. Das Ergebnis, sie haben eine sehr gute Basis, die Räume sind groß genug und es müssen nur kleine Adaptionen vorgenommen werden. Und natürlich nehme ich euch mit. Einlassen und dann ist im Laufe der Jahre daraus also das entstanden, was wir Ihnen heute auch ein bisschen zeigen wollen. Es gibt dann sehen das sozusagen nur als eine Momentaufnahme. Hier soll weitergearbeitet werden und hier sollen sozusagen Dinge, die sich bewährt haben, dann in die restlichen Filialen integriert werden. An der Filiale vom Enger beginnen. Über die Gemüse, frische Bereich, Feinkost, WC-Anlagen, Getränke, Tiefkühlprodukte bis hin zu einem Kassensystem. Diese Kassen lassen sich nach außen schwenken und sogar nach vorne neigen. Und der Bildschirm hinten ist schwarz mit weißer Schrift. So sieht es hinter der Kasse aus. Diese Infopoint hier in dieser Musterfiliale soll auch blinden Menschen das Navigieren ermöglichen. Hallo ihr Lieben, ihr seht, ich habe hier ein Glas Sekt und ich fahre. Und zwar, ich bin hier im hinteren Bereich der Pille. Die Pille wurde nämlich vorne zugesperrt. Es ist jetzt der offizielle Eröffnungsteil, wo auch andere Kunden hier sind. Und man kommt über den Haupteingang nicht mehr herein. Aber ich habe den Hintereingang entdeckt durch das Lager. Die Eröffnung des Prototypen-Stores hier in Simmering ist nun so gut wie zu Ende. Ich gehe nach Hause und es war wirklich sehr interessant. Für mich die größte Errungenschaft in Sachen Barrierefreiheit ist die Bankomatkasse, die endlich nach außen schwingt und auch sich senken. Generell ist auch sehr cool, die Induktionsschleifen bei der Feinkost und die Behindertentoilette. Alles sehr gute Entwicklungen und ich hoffe, dass weitere Filialen folgen werden. Natürlich darf man die Wagen, die barrierefrei unterfahrbar sind und die kontrastreicheren Displays nicht vergessen. An dieser Stelle möchte ich anmerken, ich werde nicht bezahlt von der Billa, um das zu sagen. Das war's heute am Montag. Ich mache jetzt Schluss für euch. Für heute. Ich wünsche euch eine gute Nacht und Frühjahrsputz im Hause Marbacher ist furchtbar aufwendig, weil es sind mindestens zwei Assis involviert. Hier steht normal mein Bett. Aber das musste weichen, weil darunter so viel Staub war und auch schon Silberfische. Also weg damit. Und sauber machen ist angesagt. Da draußen steht das ganze Klump und das Bett wird gerade gereinigt.
Früher war das alles rammelvoll. Frühjahrsputz bringt's echt. Event nicht dabei. Sie alle sind die Superheroes 2015 und haben sich ihre Medaillen verdient. Egal ob Fußball. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum ich eigentlich nicht gehen kann, verrate ich euch ein Geheimnis. Ich mich auch. Aber jetzt habe ich die Antwort. Ich habe diese Schuhe seit 7 Jahren oder so und bin erst heute drauf gekommen, dass sie nicht gleich lang sind. Seht euch das an? Willkommen zum Montagswitz. Na, ansonsten bis dahin. Baba, da, da, da. Wir sind hier unsere Asylbewerberinnen, die wir in einem Privathaus unterbringen. Yeah, endlich! Mein Snapchat geht wieder. Ich musste leider die Casper-App aufgeben. Scheinbar mag Snapchat wirklich keine Third-Party-Apps. Ich weiß nur nicht, wie andere Snapchatter das machen mit diesen Anyway, ich bin da. Und ich bin gekommen, um zu bleiben. Heute bin ich am Designmarkt Kolibri im Magdas Hotel. Ich werde euch noch ein bisschen was von den Kunstwerken hier zeigen. Und dann schauen wir mal, was heute noch so passiert. Ich wünsche euch schönen Sonntag. Auf einem Designmarkt dürfen Taschen natürlich nicht fehlen. Das war ganz großartig.